Hallo und willkommen wieder zurück zu The Legend of Zelda A Link to the Past. Beim letzten Mal hatten wir ja den Ostpalast gemacht. Jetzt habe ich mir erstmal mal zurück zum letzten Punkt gemacht. So. Der wollte ja noch mehr sagen, der Weise. Und zu dem sollten wir ja zurückkehren. Okay. Da ist nichts für die Bombe. So. Kommen wir wieder zu ihm zurück. Er kann ja mehr sagen. Du hast das Amulett des Mutes errungen. Dann lass mich von der Legende erzählen. Vor vielen Generationen hat ein Ritterorden das Königshaus von Hyrule beschützt. Sie waren auch die Wächter des Amulett des Mutes. Man sagt, ein Held würde sich ehren, sollte der Königsfamilie etwas zustoßen. Ein Held aus der Blutslinie der Ritter von Hyrule. Leider verloren viele ihr Leben während des großen Kriegs gegen das Böse, als die sieben Weisen versuchten, das Siegel zu kreieren. Daher glaubte man, dass der legendäre Held nie wieder geboren werden würde. Doch glaube ich, dass du dieser Held bist, Link. Finde die anderen Amulette und nimm dies an dich. Es ist ein Erbstück der Familie der sieben Weisen. Du solltest es nun haben. Du hast die Pegasus-Stiefel, nun rennst du wie der Wind und kannst alles Mögliche anrempeln. Halte eine Weile Geduld. In einer Höhle östlich des Hylia-Sees ist etwas Nützliches versteckt. Okay. Jetzt haben wir schon mal die Pegasus-Schuhe. So. Ach, ja, Jechen. Entscheiden könnte sich ja wohl auch nicht. Super, Pfeile. Brauchen wir ja. Hier haben wir ja keine mehr. Alle schon verschossen. Upala. So brauche ich etwas. Da kann man nichts. Steine. Ein Stein in der Mitte. Okay. Feen. Hoppala. Wir haben ja keine mehr. Du hast eine Fee gefangen. In eine Flasche tun. In eine Flasche. So. Ein bisschen tasten. Ist nix. Auch wenn es noch so aussieht. Was kann man da sagen? Ey. Ein Herz. Müssen wir erstmal weiter hier. Durch die Ebene der Hyrules. So. Okay. Da ringt einfach mal einer rein. Genau so kann man es ja machen. Eieiei. Irgendwie war das schon erwartet. Nee, da war die Feenquelle. Da kann ich noch nicht wirklich was machen. Gegner um Gegner. Na? Nochmal ein paar Herzen. Dafür brauchen wir auch noch was. War klar. Nee, das muss ich denen überlassen.
Hoppala. Mal schauen, was wir noch finden hier. Ungefähr kurz in Hyrule. Na gut, gehen wir jetzt einmal zurück zu Kakariko. Da war ja einer, der ja weggerannt ist vor Link. Hoppala. Da sucht einer schon. Hoppala. Und schon wieder verduftet. Die Bücherei könnte ein nützlicher Punkt sein. Da oben ist ein Buch. Zack. Du hast das Buch Modura. Damit kannst du die alte Sprache der Hylia entziffern. Okay. Wäre nützlich. Zehn Bomben. Und ordentlich Rubin. So. Huch. Geht doch. Müssen wir mal schauen. Hoppala. Da kommen wir noch nicht hin. Huch. Genau. Daneben. Steinhaufen. Aha. Eine geheime Feenquelle. Rubinen ohne Ende. Ah, genau. Huch. Direkt da rein, wo ich nicht rein wollte. Huch. Na klar. Erstmal weg von Schloss Hyrule. Okay. Erstmal hoch. War klar. Erstmal mal hier hin. Typisch um diesen Baumhaufen hier. Dafür brauchen wir auch noch mal was. Ein Schmied. Erst wenn mein Kollege wieder auftaucht, können wir dein Schwert härten. Tut mir leid. Okay. Da kann ich auch noch nichts machen. Ja, verstecken in Gräsern. Da war nichts. Absolut mal versehentlich mal anrempeln. Ein Hühnchen. Hoppala. Dieser Baum steht da genau gut. Bomben. Wirklich?
Müssen wir mal schauen. Aha. Ach, nicht den Beatwechsel. Zack. Eine Kiste. Du hast ein Herzteil gefunden. Deine Herzzahl ist gestiegen. Super. Ein Herz mehr, ein Punkt mehr Energie. Das ist ja mal schön. Was haben wir denn noch hier in Hyrule? Bevor wir da weitergehen quasi. Na toll. Anrempeln geht aber auch. Okay. Rücken. Steine. Okay. Ostpalast. Palast von Hyrule. Das ist eine Pfütze. Was haben wir denn hier? Nimm, was du willst. Die Preise stehen hier. Ah, es ist ein Geschäft. Hoppala. Und hier wieder der Wahrsager. Okay, das geht noch. Da ist links Haus. Natürlich. Schön weiter. Genau. Huch, wir jetzt mal die Bombe. Okay. Aha. Die Wunden werden nun geheilt. Nö, da ist nichts hinter. Ja, genau. Gegner auch noch im schönen Gras. Da ist nix. Hier. Okay, Gegner. Ups. Okay, eine Tür hat sich geöffnet. Aber auch die Energie ist gerade nicht gerade die beste. Wo bin ich jetzt gelandet? Nimm ein paar Rubinen, aber sag niemandem, dass die von mir sind. 300. Einige Bomben. 20. 20. Pfeile. Okay. Ist aber schon mal ordentlich wieder was. Ich sag nur typische Erkältungszeit. So. Hey, da ist nichts versteckt. Okay. Oh toll. Okay. Nein. Mal hier entlang gehen. Mit einem halben Herz ist gar nicht so toll.
Okay, da ist wieder ein Zora. Mit einem halben Herz gerade. Den muss ich hier gerade rauskommen. Okay, geht doch. Da ist nichts. Ein Eingang. Die Bombe. Aha, eine kleine Feenquelle. Hier ist eine Kiste. Dann zünden wir hier nochmal eine Bombe. Du hast den magischen Eisstab gefunden. Seine kalte Magie durchscheiert die Luft. Achte auf deine Magieanzeige. Okay. Typische Items, die überall versteckt sind. Huch, hat ja nichts gebracht. Einfach so mal mit nice Stab hier. Okay, aber wer hätte gedacht, dass wir den schon hier finden? Ups. Dann mal wieder zurück. Okay. Da kommt man rein. Erdgeschoss. Einige Bomben. Könnte etwas mit dem Dungeon zu tun haben hier. Falsch. Jetzt fließt hier schon mal Wasser entlang. Ein Herzteil. Du hast ein Herzteil gefunden. Ein Fisch, der hier herumstrampelt. Okay. Die Fee ist schon mal drin. Der Fisch hier. Keine Ahnung, was das damit zu tun hat. Schon wieder irgendwas? Hoppala. Müssen wir mal schauen. Zwei Routen. Okay, da kann ich sowieso nicht wirklich viel machen mit diesen Steinen hier. Keine Ahnung. Ich bin nur... Irgendwer betrachtet mich gar nicht. Zieh nicht das Schild heraus. Sag gar nichts.
Noch so eine Feenquelle? Was haben wir hier? Ah, eine Wüste. Ah, ich glaube, hier an diesem Punkt machen wir mal. Dieser Geier hier, der stört gerade. Hallo, dieser Geier. Er muss erstmal geregelt werden. So. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, immer Daumen nach oben und das Abonnieren nicht vergessen. So verpasst ihr kein weiteres Video mehr von The Legend of Zelda A Link to the Past. Das Interessante dabei ist, dieses Mal haben wir schon einen Eisstab gefunden. Nützliches Item sogar. Ja, was kann man dazu sagen? Bis dahin alles Gute, haut rein, bis zum nächsten Video.